Es ist kurz vor 11 Uhr an einem Dienstag im Dezember. In der Wismarer Tafel geht es zu wie in einem Bienenstock. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer putzen Gemüse, sortieren, packen Kisten. In nicht einmal einer Stunde wird das Fenster geöffnet und die gespendeten Lebensmittel werden von Bedürftigen abgeholt. Im 14-tägigen Rhythmus unterstützt die Wismarer Tafel Familien oder Einzelpersonen. Rund 35 Menschen kommen täglich. Sie sind angemeldet und registriert. Hinzu kommen dann noch 10, manchmal sogar bis zu 20 Personen, die auf gut Glück vorbeischauen, um einige der vielleicht übrig gebliebenen Lebensmittel zu ergattern. Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen für die Wismarer Tafel sind deutlich zu spüren. Aktuell haben wir sehr viel zu tun. Wir werden überrannt im Moment, vorwiegend natürlich von den Flüchtlingen aus der Ukraine, haben also alle Hände voll zu tun und haben im Moment auch wenig Lebensmittel, wo wir jetzt praktisch aufpassen müssen, dass wir alle, auch die Deutschen und alle Ukrainer, versorgen können. Mehr als 60 Menschen arbeiten in der Wismarer Tafel. Eine von ihnen ist seit fast 11 Jahren Angela Lübcke. Angela bezeichnet sich selbst als Mädchen für alles. Wo eine helfende Hand gebraucht wird, da packt die Wismarerin beherzt an. Sozial schwache Menschen zu unterstützen, das treibt die Rentnerin an. Wenn einer die Grundsicherung hat, der kann sich nicht in den Laden ein Stück Fleisch kaufen oder ein paar Stiefel oder eine Tafel Schokolade oder ein Stück Kuchen. Das ist wie ein Highlight, wenn sie etwas drin haben. Und wenn sie dann noch ein Duschgel bekommen oder ich sag jetzt mal Waschpulver oder ein Päckchen Kaffee, das ist wirklich, das ist schlimmer. So wie heute, so viel Wurst kriegen die Kunden sonst nicht. Das ist für uns ein Highlight, dass wir denen das alles geben können. Immer den Tag, was kommt, kriegt auch der Kunde. Dass der Kunde sich auch wohlfühlt. Wir fragen Angela Lübcke, was sie sich für ihre Kunden wünscht. Die Antwort kommt prompt und erzeugt einen Kloß im Hals. Ach, dass sie nicht zur Tafel kommen müssten, die Rentner, die immer gearbeitet haben, die würde ich gerne hier wegsehen. Weil es sind alte, 80, 70. Das tut mir ein bisschen weh, muss ich sagen. Wenn einer 45 Jahre hat, dürfte er hier nicht hergehen. Für die jungen Leute ist klar, man kann schnell abrutschen durch finanziell obdachlos, Frauenhaus. Es sind ganz viele Dinge, vor allen Dingen, wie ich sage, gerade das Frauenhaus. Wenn die hierher kommen, es wird keiner weggeschickt. Es ist egal, wer es ist, ob grün, rot oder weiß. Herr Lohne und ich schicke niemanden weg. Niemanden wegzuschicken wird auch für die Tafel zunehmend schwieriger. Seit einigen Wochen kauft das Team zusätzlich langhaltbare Lebensmittel ein. Einige auch extra für Weihnachten. Ein Beispiel jetzt, wir haben jedes Jahr eigentlich zu Weihnachten den Menschen auch einen Kaffee mitgegeben. Und das haben wir im letzten Jahr nicht geschafft, weil wir nicht genügend Kaffee hatten. In diesem Jahr hätten wir es auch nicht geschafft, aber wir haben Kaffee dazu gekauft in den Lebensmittelmärkten. Und so, dass wir dann auch wieder in diesem Jahr jeder Familie, jeder Einzelperson einen Kaffee mit dazu geben können. Eines ist klar, die Tafel kann nur helfen, wenn sie Spenden erhält. Ob Geld oder Lebensmittelspenden, gebraucht wird alles. Wer kann, den bittet das Team, die Tafel zu unterstützen. Abgeben können sie ihre Spenden montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr in den Räumlichkeiten der Tafel am Holzdamm 4 oder nach telefonischer Absprache.